und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch einen Haul. Und zwar habe ich bei DM und Rossmann geshoppt, aber auch so Secondhand-Make-up gekauft. Und es sind so schöne Sachen dabei und ich möchte euch das Ganze jetzt gerne zeigen. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Vielleicht holt ihr euch einfach einen Tee oder was zu trinken, einen Kaffee, was zu knabbern oder so, um einfach so ein bisschen entspannte Zeit mit mir zu verbringen. Ein bisschen euch so durch Neuheiten und neue Produkte zu stöbern mit mir zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich sitze ja auch mit meinem Kaffee. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze auch ganz wild. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie krass vorsortiert oder so. Ich greife einfach rein, erzähle euch ein bisschen was zu den Produkten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass ihr kurz ein bisschen die Welt ausschalten könnt, kurz ein bisschen entspannen könnt und alles ausblenden könnt, was ihr sonst in eurem Kopf herumschwirren habt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt von mir, es würde mir so sehr helfen und mich so, so glücklich machen, falls ihr meinen Kanal abonnieren möchtet und hier in Zukunft immer alles rund um Drogerie, Neuheiten, Limited Editions, Hauls, Adventskalender, Unboxings und so weiter sehen möchtet, dann macht das auf jeden Fall, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Es gibt hier immer 3 Stück, mindestens jede Woche. Und ich fange einfach mal an. Ich habe im DM, nee, Quatsch, im Rossmann habe ich das hier gefunden. Und zwar diese Augenbrauenrasierer hier. Die sind von For You Beauty. Das ist die Eigenmarke von Rossmann. Und das ist so ein Sparpack gewesen. Hier sind insgesamt 6 Stück enthalten gewesen. Und das ist ungefähr so die Menge, die ich im ganzen Jahr benutze. Deswegen dachte ich so, voll cool. Das ist quasi so ein Vorteilspack, dass ich jetzt erstmal nicht mehr loslaufen muss vor, keine Ahnung, Mitte 2023 oder so. Ich benutze die immer nämlich nur, um so ganz, ganz wenig oben meine Augenbrauen zu formen. Also wirklich ganz, ganz wenig. Und so ein bisschen in der Mitte. Den Rest zupfe ich nämlich mit einer Pinzette in Form. Und ich benutze die halt auch total gerne so für das restliche Gesicht. Ich rasiere tatsächlich hier so meine kleinen Pflaumenhärchen nämlich immer so ein bisschen weg, weil ich einfach finde, dass erstens meine Pflege besser einziehen kann und zweitens mein Make-up einfach schöner aussieht. Genau, das mache ich damit. Und die halten mir gefühlt 1000 Jahre dann jetzt. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Machen wir weiter mit dem neuen Catrice-Sortiment. Und da gibt es auch schon ein Video zu allen Dingen, zu denen es auch schon Videos gibt. Ich werde die euch hier oben beim kleinen i verlinken. Und auch am Ende von diesem Video, das was halt geht. Und zwar habe ich ja aus dem neuen Catrice-Sortiment diese beiden Paletten mir gekauft. Einmal die Rainforest Haze Palette. Das ist diese hier. Und die hat diese wunderschönen Grüntöne hier. Und ihr könnt sehen, zum Zeitpunkt von jetzt habe ich sie noch nicht getestet. Werde ich aber auf jeden Fall mit euch zusammen auch noch machen. Und dann gab es ja noch eine weitere von diesen großen Paletten. Und zwar die Sandy Days Palette. So sieht sie von innen aus. Auch sehr monochromatisch. Und die habe ich mit euch in einem Video zusammen getestet. Mit den ganzen Catrice-Neuheiten in einem Full-Face-Make-up. Und wie gesagt, das ist hier oben verlinkt, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Dann mache ich mal weiter mit einer Maske. Die fand ich so süß. Die ist in diesem... Es war so ein extra Aufsteller. Also es war nicht dieses klassische Trendturm-Ding, sondern irgendwie so ein extra Aufsteller bei Nagellacken stand das noch mit dabei und so. Und zwar diese super süße Maske hier. Die Maske, Tuchmaske Einhorn von Isana. Zauberhaft strahlend Vanille und Zaubernussextrakt sollte hier enthalten sein. Und man sah damit wirklich richtig lustig aus. Das ist halt eine Limited Edition. Ich mochte den Pflegeeffekt sehr. Es war auch sehr viel Produkt enthalten. Die ist mir nicht runtergerutscht. Die hat gut drauf gesessen. Die war auch nicht zu fest. Mit manchen Tuchmasken hatte ich das in letzter Zeit, dass sie dann so super fest war. Und dann hat sich das nicht so angeschmiegt. Das Problem hatte ich hier nicht. Die mochte ich auf jeden Fall echt gerne. Und ihr seht, ich habe sie halt schon aufgebraucht. Deswegen, ja, habe sie aber noch hier mit reingenommen, um sie euch zu zeigen. Auch eine Maske, die ich aufgebraucht habe, die war im Trendturm. Diese hier. Das ist die Tuchmaske Eternal Summer von Balea. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die nach Kokosnuss oder so riecht, weil die Sommersachen gefühlt immer irgendwie nach Kokosnuss riechen. Hat sie aber nicht. Das war ein sehr, sehr angenehmer, frischer Duft. Hat mir gut gefallen. Die habe ich benutzt, als meine Mitarbeiterin Lisa bei mir war. Genauso wie diese Maske hier von Isana, diese Tuchmaske.
Die hat sie mir empfohlen. 90% Aloe Vera, intensive Feuchtigkeit, reine Aloe Vera Saft mit Duo Hyaluron. Und die hat mir richtig gut gefallen. Die war super pflegend, die war super kühlend. Und ich habe die halt angewendet als... Also sie war halt hier, weil wir zusammen 3 Tage Content-Produktion hatten. Und ich habe mich am Tag so ungefähr 3-mal, 4-mal geschminkt und abgeschminkt. Und das war wirklich eine Wohltat, das dann abends einfach benutzen zu können. Meine Haut hat sich sehr darüber gefreut. Also kann ich euch gut empfehlen, auch besonders, wenn ihr eine sensible und trockene Haut habt. War auch null reizend oder so. Dann habe ich mir neue Masken nachgekauft. Und zwar diese hier. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Ich habe genau die hier auf der Glow getragen. Ich habe das Problem bei den FFP2-Masken in den letzten 2 Jahren immer gehabt, dass die einfach zu groß für mein Gesicht sind. Ich habe ein sehr kleines Gesicht, habe ich dann auch festgestellt. Aber alle Masken sind irgendwie gefühlt so für mich. Und ich sehe immer nichts. Meine Wimpern klimpern gegen die Maske einfach. Und unten ist auch alles frei und so. Und ich muss ja im Zug Maske tragen und ich muss auch in der Uni Maske tragen. Da geht es ja in 4 Wochen jetzt wieder los. Und deswegen habe ich mir die nochmal nachgekauft. Das sind nämlich extra die hier in Größe S. Die Kindermasken waren mir zu klein, aber die für Erwachsene immer zu groß. Und diese sind perfekt. Also kann ich euch empfehlen, falls ihr ähnliche Probleme habt. Und genau, weiter geht's mit einer Limited Edition. Diese hier. Das ist die With Pleasure Limited Edition. Da habe ich jetzt den Highlighter als erstes einmal hier. Der ist so, so schön, Leute. Also wirklich richtig, richtig toll. Also vom Optischen her. Meiner klimpert ein bisschen, weil er kaputt gegangen ist. Aber das macht ja gar nichts. Dazu kommt passend in der Limited Edition übrigens auch noch so ein Glitterliner hier. Und ich habe auch noch hier die Lidschattenpalette. Die sieht von innen so aus. Das ist eine neutrale Lidschattenpalette, die also sehr zum Herbst passt, farblich gesehen. Genau, und schöne Glitter hat. Ich habe, glaube ich, im Video gesagt Loose Glitter, aber es sind Pressed Glitter, ganz offensichtlich. Genau, die Sachen habe ich auf jeden Fall auch noch gekauft. Und in der Limited Edition enthalten waren noch diese Drops hier, die so für ja, die Base geeignet sein sollen. Und was ich davon denke, was ich von der ganzen Limited Edition halte, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, könnt ihr auch euch im Video ansehen. Ich werde es euch hier oben verlinken. Machen wir mal weiter mit dem Secondhand Make-up. Und zwar habe ich auf Instagram bei jemandem etwas gekauft. Der Kanal nennt sich Shopping for Olympia, glaube ich. Und dort verkauft eine sehr, sehr liebe Make-up, was sie entweder nur geswatcht hat, vielleicht sogar gar nicht benutzt hat und so weiter. Und da habe ich mir 3 Produkte gekauft. Und zwar einmal von Glam Shop eine Palette. Sieht das nicht hammerschön aus? Hammerschön, oder? Das ist die Colorem Set-Palette. Also eine Palette, wo man irgendwie was befüllen konnte. Sind die nicht hammerschön? Wow, oder? Ein Traum. Ich kaufe ja total gerne auch so besonderes Make-up einfach und ich finde es wunderschön. Hier hinten stehen auch die Farben drauf, welche das sind. Ich weiß nicht, ob man sich die irgendwie, ob die fest installiert gewesen sind sozusagen, weil ich glaube, bei diesen Set-Paletten kann man das ja eigentlich auch immer austauschen. Aber einfach ein Traum. Liebe ich. Habe ich ihr, glaube ich, für 6 Euro abgekauft und soweit ich das sehen kann, sind die halt nicht maximal geswatcht gewesen. Ich glaube nicht mal das. Richtig, richtig cool. Dann habe ich von BH Cosmetics für, ich glaube, 4 Euro von ihr diese Illuminating in Island Palette abgekauft. Ich meine, dass es eine Gesichtspalette ist. Mit Highlightern, genau. Mit Highlightern. Und ihr seht halt, dass ich davon nicht alle tragen kann. Aber ich bin immer auf der Suche nach so besonderen Highlighter-Paletten auch für meine Instagram-Looks, weil ich es total liebe, da eben mit diesem Lichtspiel zu arbeiten. Und die ist auch nicht angetastet. Also die ist auch komplett neu. Habe ich für 4 Euro gekauft. Und dann habe ich noch einen Lippenstift gekauft, von dem sie meinte, dass der, glaube ich, geswatcht wäre. Konnte ich aber auch nicht entdecken. Und zwar ist es einer von MAC aus, ich weiß gar nicht, ist das eine Limited Edition gewesen? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein Frost Lipstick und ich habe noch keinen mit einem Frost Finish. Es ist die Farbe Berry Tricky. So sieht der dann aus. Den habe ich übrigens für 7 Euro gekauft und war, wie gesagt, unangetastet auch.
Und die Farbe sieht so aus. Es ist halt ein Frost-Finish, das bedeutet, dass es dieses super metallische Glänzende ist. Und es ist auch nicht so dunkel wie jetzt hier, sondern so ein bisschen heller, weil die eben nicht diese sehr intensive Deckkraft haben, wie das, was man hier sehen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr bärig, sehr, sehr schimmrig, was sehr Besonderes. Und deswegen wollte ich ihn haben, weil ich liebe besonderes Make-up. Dann habe ich auf der Glow, falls ihr meinen Glow-Vlog noch nicht gesehen habt, schaut sehr gerne auch dort vorbei, den werde ich euch mal hier oben verlinken, habe ich mir eine Lidschattenpalette von Essence gekauft, und zwar die Code Fancy Eyeshadow Palette. Richtig cool. Ihr seht auch, die ist noch unangetastet, natürlich, weil ich sie auch noch nicht mit euch zusammen benutzt habe, so könnt ihr die Farben sehen. Einmal sehr, sehr warme Farben und einmal sehr, sehr kühle Farben. Spannende Kombination innerhalb einer Palette auf jeden Fall. Auch mit diesem Violett und so und diesem schönen Orange hier. Richtig toll. Also für mich ist Orange und Violett und so total auch Herbst. Und da freue ich mich auch total drauf. Werde ich bald in dem Essence-Video mit euch zusammen testen. Oder in einem anderen Neuheiten-Video, was bald kommt. Also ich werde die auf jeden Fall mit euch testen. Vielleicht habe ich sie auch schon mit euch getestet, wenn dieses Video online kommt. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Dann habe ich mir nach sehr langer Zeit jetzt, weil wir hatten die ganze Zeit von Jean und Len so ein, weiß ich nicht, 3 Liter Seifenbeutel oder so, immer wieder was nachgefüllt, und ich habe jetzt einen neuen Nachfüller gekauft von Isana, die milde Handseife Hygiene aktiv mit Grapefruit-Extrakt. Ich mag immer so Düfte, die so ein bisschen zitrischer sind als Seife, weil ich immer finde, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, das fühlt sich dann besonders frisch und sauber, glaube ich, einfach an in meinem Kopf. Deswegen mag ich das gerne. Außerdem habe ich mir, das mache ich jedes Jahr zum Ende des Sommers, mir von Isana dieses Deo-Spray zweimal noch gekauft. Und zwar einmal in Sonnenduft. Also das riecht halt nach Sonnencreme und ich mag das total gerne. Das schützt jetzt nicht sonderlich. Also es ist kein Antitranspirant oder so, aber ich finde es einfach richtig toll. Ich liebe den Duft mit 0% Aluminium. Ich habe es mir gleich zweimal gekauft, damit das mit mir wieder mal zusammen überwintern kann. Ich liebe das. Irgendwann im Frühjahr geht mir das dann wieder aus. Und ein paar Monate später kann man es dann wieder kaufen. Dann habe ich mir ein Produkt nachgekauft, was ich ja fast aufgebraucht habe und jetzt nur noch in meiner Handtasche mit mir rumtrage. Und zwar wollte ich unbedingt noch ein neues Lippenöl haben von Essence, das Cranberry Lip Oil mit Tint drinne. Das trage ich auch heute auf meinen Lippen. Ich finde es einfach total schön. Ich liebe das. Ich mag das aus dem Sortiment leider nicht, was klar ist. Ich hätte gerne das hier einmal in klar, weil immer pinke Lippen ist halt nicht so mein Ding. Aber das andere schmeckt halt so scharf und ich finde es ganz furchtbar. Meiner Meinung nach braucht das jeder, der Lippenöle gerne mag. Ganz große Empfehlung. Und außerdem von Essence habe ich mir nachgekauft, weil ich auch einen aufgebraucht habe. Den Skin Loving Sensitive Concealer natürlich. Ihr seht ihn immer bei mir. Er ist quasi immer meine Base. Ganz große Liebe, kann ich nicht mehr drauf verzichten. Einfach großartig. Ich habe immer die Farbe 05 Fair, meine ich, ja. Und ich finde es grausam, wie die Farbauswahl ist. Und ich wünsche mir einfach eine riesige Farbrange von diesem Concealer. Weil meiner Meinung nach ist der einfach für jeden Hauttypen perfekt. Also auch für ölige Haut kann ich mir das richtig gut vorstellen. Mega. Ich finde es total traurig einfach, dass der das so eine kleine Farbauswahl hat. Oh, ich glaube, bei diesen ganzen Produkten, ich habe mir nämlich noch Masken und Augenpads und sowas gekauft. Da habe ich mir, das war gleichzeitig mit dieser hier, deswegen habt ihr dazu, glaube ich, auch kein Overlay gesehen. Also da, wo ich euch immer die Produkte und so einblende. Ich meine, dass das Iron Hair 99 Cent gekostet hat, genau wie alles andere, was ich euch jetzt zeige. Und zwar habe ich mir eine Tuchmaske hier mitgenommen. Und zwar die Wildrose Kollagen Tuchmaske. Glättet sofort feine Linien, stimuliert die Hauterneuerung. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist nämlich auch eine Limited Edition. Dann ebenfalls Limited Edition, stand auf dem gleichen Aufsteller. Isana Tuchmaske Kirsche. Da bin ich auch gespannt, weil Kirsche ist bei mir immer so hopp oder top. Ich finde es echt entweder super oder halt zu künstlich. Da mag ich das nicht so gerne. Intensive Feuchtigkeit mit Kirschblüten und Hyaluron. Und meine Haut mag Kollagen und Hyaluron Sachen so, so gerne. Also deswegen habe ich das gedacht, muss es einfach mit. Dann habe ich mir noch zweimal die Hydrogel Augenpads nachgekauft von Isana. Da hatte ich neulich auch schon welche und die sehen irgendwie aus, als hätten die... Nee, wartet mal. Meine hatten nicht so eine Wolkenform. Oh, ich hoffe, die sind gut. Ich weiß es nicht. Die werde ich auf jeden Fall auch direkt gleich in den Kühlschrank legen. Und dann habe ich mir, das war nämlich auch eine limitierte Edition,
so welche mitgenommen, die so eine Herzform haben. Weil manchmal rutschen die, wenn die so dick sind und so groß sind, dann rutschen die einfach von meinem Gesicht so runter. Und das mag ich halt nicht so. Die haben wir auf jeden Fall entdeckt im Rossmann, mein Mann und ich. Und ich meine, irgendwie alles hat 1 Euro oder 1,20 Euro gekostet. Genau, so 99 Cent oder 1,20 Euro. Weiß ich nicht. Und manchmal findet man die Sachen halt online dann nicht. Die aus diesen Trendtürmen und so. Es ist manchmal echt total blöd bei Rossmann. Und deswegen kann ich dazu wahrscheinlich nichts einblenden. Dann geht's weiter. Ich habe mir aus dieser Luxury Level Limited Edition, wo es nur so Nagellack-Sachen und so Pulver und sowas gab, habe ich mir das hier mitgenommen. Das sind diese Folien mit so verschiedenen, mit so Welle, so dreieckig zulaufend oder so rund. Diese Sticker, sage ich jetzt mal, die man auf den Nagel gibt, damit man mit einer Farbe drüber malen kann. Dann zieht man es ab und hat halt eine klare Linie in einer ganz bestimmten Form. Und ich habe das für mein Auge gekauft, für meine Instagram Augenlooks. Finde ich einfach super. Also, falls ihr da noch rankommt und da gar nicht dran gedacht habt, das ist mega. Dann habe ich, und ihr seid so süß, das haben mir so viele Leute bezüglich des Alterra-Puders geschrieben, weil ich ja immer jetzt erwähnt hatte, dass meins hier im Rossmann ausverkauft ist, was es übrigens auch immer noch ist. Aber ich will einfach nicht, dass 20 Leute von euch sich die Arbeit machen, mir einen Puder zuzuschicken. Dann habe ich wahrscheinlich so viel Puder wie für die nächsten 300 Jahre, so viel benutze ich ja gar nicht und deswegen überbrücke ich das jetzt erstmal selber, aber vielen Dank an jeden und jede Einzelne, die mir geschrieben haben und mich gefragt haben, ob sie das mir besorgen sollen, aber ich möchte auch nicht, dass ihr euer Geld für mich ausgebt, das schaffe ich schon. Deswegen probiere ich es jetzt erstmal hiermit aus. Und das ist Brighten Up Banana Powder von Essence. Ich bin vom Unterton ein neutraler Unterton mit so einem leichten Gelbstich drin, ne? Und deswegen hoffe ich einfach, dass das vielleicht in meinem Gesicht gut aussehen wird und nicht so gelb wie bei anderen Leuten. Dann weiter mit Catrice Sortiment. Ich habe hier, das im Schnelldurchlauf einmal für euch, die Lift Up Power Hold Waterproof Mascara. Spannend, aber da solltet ihr euch auf jeden Fall einfach das Video zu ansehen. Dann habe ich mir auf jeden Fall auch noch 2 Lippenstifte aus dem neuen Sortiment gekauft. Ich bin ja ein großer Lippenstiftliebhaber, eine Liebhaberin. Das ist die 010 und die 100 von den Shine Bombs. Die 010 ist einmal dieses super kühle Nude-Tier. Und die 100 ist dieser schöne Sherry-Ton hier. Genau, auch den hier seht ihr im Video zu den Katniss-Neuheiten. Und dann habe ich noch was geschenkt bekommen, als ich bestellt habe. Und zwar diesen Aqua Ink Lip Liner. Habe ich mir in diesem Pink hier ausgesucht. Und dann habe ich noch diesen Nagellack hier geschenkt bekommen. Ebenfalls in einem Pink. Das ist einer von den Pure Nail Polishes in der Farbe 06. Sehr, sehr cool. Dann habe ich hier noch einen Concealer von Catrice. Und zwar den Cover and Care Concealer in der Farbe 002N. Und ich habe hier noch was fürs Gesicht. Hyper Hydro Serum Primer. Auch den habe ich benutzt in dem Video. Und ich habe noch Wimpern mir gekauft. Auch die habe ich benutzt. Das sind die Lash Couture 3D Foxy Volume Lashes. Und dann habe ich noch die kleine neue Five in a Box Palette gekauft. Die Nummer 070 Elegant Khaki Look oder Elegant Khaki Look. So sieht die aus. Auch die ist noch nicht benutzt. Werde ich ebenfalls mit euch zusammen testen. Und, oh ja, das habe ich schon aussortiert, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Ich habe auch die Sunset Lover Palette, Limited Edition von Reval de Loop mir gekauft. Ich habe jetzt hier nur noch das Lippenoil, was ich euch zeigen kann. Lip Oil, was ich euch zeigen kann. Die anderen Produkte haben mich schon verlassen. Genau, deswegen einmal das. Und Augenbrauenprodukte ist ja so ein bisschen schwierig mit meiner Haarfarbe was zu finden. Ihr habt mir schon super viele Tipps gegeben. Vielen Dank dafür, auch für getönte Augenbrauen, Gel selber machen und so. Richtig schlau. Ich benutze aber total gerne trotzdem einfach einen Stift und ungern Puder oder Lidschatten als Augenbrauenpuder. Und deswegen war ich auch immer noch nach der Suche und finde diese beiden ganz gut. Den hier mag ich momentan am liebsten. Das ist der Reval de Loop Super Slim Eyebrow Pencil in der Farbe 04 Coffee. Passt sehr gut. Habe ich heute nicht drauf. Ist aber sehr schön. Und dann habe ich noch einen, den mag ich nicht so gerne. Der hat hier, wisst ihr, diese kleine Puschelbürste da am Ende. Das ist auch von Reval de Loop, der Cozy Brush Eyebrow Pen in der Farbe 03 Red Brown. Genau, und der ist auf jeden Fall auch heller. Und der ist auch ziemlich warm, aber ich mag halt nicht, dass der so dick ist. Das ist einfach, ich mag das nicht so gerne benutzen. Passt farblich aber auch ganz gut.
Das war jetzt mein Drogerie-Online-Secondhand-Make-up-Shopping-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt euch ein bisschen zurücklehnen können. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!